Unser Team heißt Team AGAS. Die Studierenden des Teams stammen aus dem Studiengang Computervisualistik. Insgesamt sind wir 20 Personen, davon 19 Männer und eine Frau. Eine Besonderheit unseres Roboters ist die Kartierung. Einer der wichtigen Sensoren, die haben wir hier oben. Das ist ein Hokuyo 2D-Laserscanner und der wird hier von einem Schwenkneigekopf gedreht. Velodyne Laserscanner hier unten nimmt die ganze Zeit 3D-Punktewolken vom Gelände auf, sodass wir damit auch quasi das Gelände analysieren können und 3D-Punktewolken der Umgebung haben, um eine Karte daraus zu bauen. Man kann jetzt hier auch sehen, wie der Roboter sich in der Welt bewegt. Die versucht eben, basierend auf der Karte eine Schätzung zu machen, wie gut das Terrain an dieser Stelle befahrbar ist. Rot eingezeichnet sind alle Dinge, wo der Roboter auf gar keinen Fall drüber fahren sollte. Also zum Beispiel hier das Loch, was wir hier an der Stelle haben. Diese Darstellung in dieser Software, genau wie alle Algorithmen, die jetzt gerade laufen, haben wir eben alle selbst entwickelt. Schwierigkeiten haben wir noch mit Sand oder Steinen. Diese sind eben einfach bedingt durch die Plattform, die wir momentan einsetzen, die wir so fertig gekauft haben. Alles, was hier drüber ist, das haben wir selbst konstruiert. Bei den Tests hatten wir große Probleme, diese besonders glatten Objekte zu greifen, gerade eben auch, weil sie schwer sind. Und deswegen haben wir jetzt hier vorne an dem Greifer ja so Gummimatten montiert. Und damit soll er eben in der Lage sein, besser diese Objekte zu greifen. Durch den Trichter ist es dann eben möglich, dass man den Becher auch aus einer leicht abgewandelten Position abwerfen kann und er sich trotzdem immer wieder senkrecht hinstellt. Dann kann er den eben später wieder einfach aufnehmen, weil er genau weiß, an welcher Position er ist, weil er sich immer wieder gleich in den Becher hinstellt. Bei der Qualifikation hatten wir noch Probleme, einen vollen Becher zu greifen und wir sind jetzt nach einigen Tests und Arbeit auch in der Lage, volle Becher zu greifen. Die Herausforderungen sind groß, aber unsere Kompetenz ist an manchen Stellen wirklich sehr gut. Für uns als neues Team ist das Ganze natürlich sehr spannend. Die Aufgaben müssen in kürzester Zeit gelöst werden.